Willkommen zurück hier bei Until Dawn. In der letzten Folge ist Josh leider gestorben. Und ich weiß einfach nicht, welche Entscheidung man hätte treffen können. Ich habe jetzt gerade in der Aufnahmepause, weil ich jetzt nur noch eine Folge einzeln aufnehme, also immer eine Folge einzeln, bei Gronkh nachgeguckt und der hat exakt dasselbe getan. Weiter habe ich aber auch jetzt noch nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, für wen er sich entschieden hat und dann wieder ausgeschaltet. Und jetzt schauen wir mal. Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Ein Psychopath. Der Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Der Psychopath? Welcher Psychopath? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, Emily kann da lieber sterben. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Boah, nee, ey. Eine neue Sitzung. Und ein neues Accessoire. Wunderschön. Boah, das ist so abgedroschen. Das Kapitel heißt Loyalität und wir bringen Josh um. Das ist so absurd. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hast? Nein. Alles läuft gut. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Nein. Tun sie irgendwie... Naja, gut, wenn man das... Wer sind sie? Wenn wir das einfach mal so zurück überdenken, dass die Hannah damals so gemobbt haben, kann ich das in einer gewissen Weise nachvollziehen, dass sie... Na gut, aber die verdienen deshalb ja nicht gleich den Tod. Vielleicht ein bisschen Angst, aber nicht so viel. Wer sind sie? Ja, sehe ich, dass sie immer. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Ach, doch, ich finde es ganz nett. Besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Interessant. Fehlen nur noch die Psychologennotizen und dann ist alles perfekt. Angst habe ich nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Tab, ja, machen wir weiter. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nein. Sie sind nicht real. Sie sind real. Nee, er ist nicht real. Wir sind mal ein bisschen dreist. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ja. Guter Herr. Was bisher geschah bei Until Dawn? Was ist denn das? Zwei Leute sind jetzt schon tot, von acht oder so. Jedenfalls nichts Schönes. Ich versuche gerade mal die Hülle herzufischen. Gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch! Stimmt, die Gute ist ja noch nicht gestorben. Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.
Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ah ja. Kapitel 5. Beute. 6 Stunden bis zum Morgen. Puh. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Die Frage ist jetzt einfach, wer, ob das einfach dieselbe Person ist, der Typ und der halt eben der Psychopath ist. Weil wenn das doch alles zeitgleich passiert, dann ist das eigentlich relativ unlogisch. Und ich habe hier jetzt einfach mal die Verpackung nochmal rausgefischt. Und auf der Rückseite steht, als 8 Teenager in die entlegene Berglodge zurückkehren, wo 2 aus ihrer Gruppe vor genau einem Jahr verschwanden, verfinstert sich die Lage zusehend. Und zwar waren es halt eben 8. 2 sind weg, also Hannah und Beth sind damals halt eben ja verschwunden. Dann sind es halt eben nur noch 6. Und jetzt sind wieder 2 gestorben, also sind es nur noch 4. Also er, Mike, dann, dann sind es im Moment ja noch 5, aber das ergibt ja keinen Sinn. Also er ist es ja. Nee, dann sind es ja jetzt noch 6. Also sind... Ach so, okay, dann waren das mal 10. Und dann sind halt eben jetzt nur noch 8 hierher gekommen. Und 2 sind gestorben, also sind jetzt noch 6 am Leben. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Ich dachte nämlich, Hannah und Beth wären auch noch dazu gezählt worden. Und wenn es doch der Verdacht... Wenn doch der Verdacht bestand, dass der Typ sich hier auf dem Sanatorium versteckt, dann... Wieso wurde nicht nachgesehen? Das ist nicht wirklich sinnergebend. Da ist erstmal etwas, ich möchte es mir gerne angucken. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 1954. Ist natürlich ein ganz moderner Zettel hier, merkt man schon. Und was hat er hier getan? Das interessiert mich jetzt. Möchtest du es eventuell bewegen? Okay, da haben wir einen Eingang, aber ich will da noch gar nicht runter. Ich habe da noch gar nicht die Haupttür gecheckt. Boah, wie mies das manchmal ist. Okay. Das sieht natürlich hier schon wieder sehr, sehr schön aus. Dann sehen wir uns mal um. Ich weiß auch nicht, ob wir hier überhaupt... Ja doch, da oben können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Aber da hochklettern möchte er, glaube ich, nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Hier hochklettern möchte er natürlich auch nicht. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Das ist schon komisch, weil 6 Leute sind dementsprechend ja jetzt noch am Leben. Schade nur, dass Hannah und Beth direkt abgezogen wurden. Oh, ein neues Totem-Dingens. Was? Verlust-Totem, okay. Kann ich mir das nochmal angucken? Wer ist das?
wie viele wir bisher schon verloren, also übersehen haben. Boah, nee. Ich werde das Spiel auf jeden Fall irgendwann nochmal privat spielen und dann einfach exakt die anderen Entscheidungen treffen. Okay, von da kamen wir, glaube ich. Puh. Was ist das? Ach so, zum Hochklettern, okay. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass der Haupteingang abgeschlossen war. Trotzdem, wieso hat die Polizei hier nicht gesucht, wenn doch der Verdacht bestand? Ist das ein Hund? Da können wir auf jeden Fall zur Kapelle. Der geht von alleine. Also kann ich noch nicht mal was daran ändern. Zum Glück. Steht da aber auch nur. Security Pass und was stand da noch? Das konnte ich nicht mehr lesen. Schade aber auch. Jetzt kann ich mich auch wieder selbst frei bewegen. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Administration Dingenskirchen. Was ist das da? Sieh mal an. The Blackwood Pine Sanatorium. Das Blackwood Pine Sanatorium 1922 eröffnet. Man Center in Corsporosano. Sorry, ich spreche diese Sprache leider nicht. Okay, also das Ganze scheint hier wirklich ziemlich groß zu sein. Was finden wir hier? Ein Safe. Wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Ist schon offen. Drei Stechuhrkarten. Was sind bitte Stechuhrkarten? Clocking in irgendwas Cards. Muss ich später mal googeln. Was sind Stechuhrkarten? Und falls ihr das eventuell bemerkt habt, jetzt kommen im Moment ein bisschen mehr Videos, vor allem von Until Dawn. Das liegt daran, dass mich dieses Spiel interessiert und ich deshalb versuche, täglich mindestens aufzunehmen und dann ein paar mehr Folgen dabei rauskommen. Und sind wir hier jetzt in Project Zero mit Kamera Sakura? Camera Sakura. Boah, ich habe damals so krass gelacht. Okay. Kann ich mir die irgendwie genau angucken? Speichert eine Kamera nicht irgendwie immer das letzte Bild, bevor sie kaputt geht, auf der Linse oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Oder ich habe zu viel Fringe geguckt. Das wäre auch möglich. Morgue, was ist das denn bitte? Das sagt mir jetzt gar nichts. Was haben wir hier? Eine Zeitung. Eine ganz aktuelle. Reporter auf Blackwood, ich möchte das gerne lesen. Ist das möglich? Eine Zeitung von 1952 mit einem Bericht über einen Reporter, der Kontakt zu einer Gruppe geretteter Bergarbeiter verboten wurde. Was? Die Kamera des Reporters wurde beschlagnahmt. Dr. Alberta Post.
The Alberta Postdoktor, genau. Wie komme ich auf Doktor? 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines Abbey. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Pines Sanatoriums angegriffen und schließlich ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest Mine im Dezember zusammengebrochen waren und wir weder jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Was? Das ergibt keinen Sinn, aber egal. Jefferson Bragg, der Allgemeineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis des Sanatoriums betreten zu haben. Das Bernstein. Okay. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Okay. Ich drücke LS, aber es bringt mir nichts, nein, Spaß. Ich habe keine Ahnung, das hat da irgendwas nicht wirklich Sinn ergeben, aber ist ja auch egal. Wie sieht es hier aus? Nichts, er geht einfach nicht weiter. Dann gehen wir in die Richtung weiter. In Richtung Morgue oder so, keine Ahnung. Was ist hier? Kann ich da reinschauen? Nö, kann ich nicht. Die Tür steht offen, aber man darf nicht reinschauen. Okay, da lief eine Ratte. Schon wieder lesen. Nein. Medizinischer Bericht. Bergarbeiter. Behandelnder Arzt Dr. N.H.W. Bone. Medizinischer Bericht. Bericht zutreffend. Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahmen der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machten die Bergarbeiter einen überzeugenden und realistischen, gesunden Eindruck, der sich auf ihr offensichtlichen Fund der Notration in der Mine zurückführen lässt. Ach so, wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome auf Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwer zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden sobald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung, unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Foldes Bowen. Man kann sich auch nicht mehr Namen ausdenken, um sein Kind noch mehr zu blamieren. Okay, da scheint auch schon alles hier im Raum gewesen zu sein. Wieso muss man nur immer so viel lesen? Und die Folge ist viel zu lang. Ist schon wieder viel zu lang. Ergibt Sinn. Das war's für heute mit Let's Play Until Dawn. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.